sollte ich mir nach einem Verkehrsunfall einen Rechtsanwalt nehmen? Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Oliver Menke, ich bin Jurist in der Kanzlei Zyl, Hermanns und Schlüter in Euskirchen und bin hier überwiegend mit der Schadenabwicklung nach Verkehrsunfällen und generell mit Verkehrssachen beschäftigt. Ja, die Eingangsfrage: Was mache ich nach einem Verkehrsunfall? Nehme ich mir einen Anwalt? Regel ich das selber? Setze ich mich mit der Versicherung auseinander? Einzige und auch meine Antwort dazu: Auf jeden Fall einen Anwalt beauftragen. Warum? Der Anwalt bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall kostet euch nichts. Es ist ein Service, den ihr für euch nutzen könnt, dass ihr bestmöglich eure Ansprüche durchsetzen könnt und es kostet euch nichts. Wieso dieses Plus nicht in Anspruch nehmen? Wichtig dabei ist natürlich, dass der Unfall für euch unverschuldet ist. Bei einem verschuldeten Verkehrsunfall sieht die Sache anders aus. Da müsste man dann gucken, habe ich eine Rechtsschutzversicherung? Größtenteils wird aber da auch die Abwicklung über eure Haftpflicht, über eure Kfz-Haftpflicht abgewickelt. Deswegen beschäftigen wir uns heute mit dem unverschuldeten Verkehrsunfall. Was mache ich da? Ich muss meine Ansprüche gegenüber der gegnerischen Haftpflichtversicherung geltend machen. Und hier müsst ihr immer im Blick haben, die gegnerische Haftpflichtversicherung ist mit Sicherheit nicht euer Freund, auch wenn die sich manchmal so suggerieren und so darstellen, weil sie euch natürlich relativ billig abspeisen wollen. Nein, die leben davon, dass sie den Schaden so klein wie möglich rechnen. Ihr habt natürlich genau das entgegengesetzte Interesse. Es gibt so viele Schadenpositionen, die ihr abrechnen könnt, die dem Laien nicht bekannt sind. Reparaturkosten ist klar. Wenn es in den Totalschadenbereich geht, da wird es dann aber schon komplizierter. Da gibt es nämlich mehrere Varianten. Es gibt noch die Wertminderung. Es gibt den Nutzungsausfallschaden oder als Surrogat dazu Leihwagenkosten, wenn ihr mobil bleiben wollt. Da kommt die Problematik, wie lange darf ich das Leihfahrzeug überhaupt fahren? So, das sind alles Sachen, die bekommt ihr ohne professionelle Unterstützung wahrscheinlich nicht geregelt. Dann haben wir den Haushaltsführungsschaden, Schmerzensgeld, Verdienstausfall. Eine ganze Menge an Schadenpositionen, die im Prinzip nur der Profi für euch durchsetzen und auch beziffern kann. Das OLG Frankfurt hat sogar mal in einer bemerkenswerten Entscheidung ausgeführt, dass es als Laie nahezu fahrlässig ist oder grob fahrlässig, wenn ich mir keine professionelle Unterstützung auch im Sinne der Waffengleichheit in der Schadenabwicklung zur gegnerischen Haftpflichtversicherung nehme. Vor diesem Hintergrund bitte in eurem Interesse, nehmt euch einen Anwalt, meldet euch gerne bei uns, wir sind gerne für euch da nach einem Unfall, unterstützen euch, machen für euch Ansprüche geltend. Wir haben auch super Kontakte zu Kfz-Sachverständigen, die den Schaden bewerten können oder aber ihr kommt schon mit einem Gutachter eures Vertrauens zu uns. Alles kein Problem, wir sind für euch da. Wenn ihr nach einem Unfall Unterstützung braucht, meldet euch gerne unter den hier eingeblendeten Kontaktdaten. Wenn euch das Video gefallen hat und hilfreich ist, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und folgt uns gerne auf unseren Kanälen bei Insta oder YouTube. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, passt auf euch aus, fahrt vorsichtig und rechnet immer mit den Fehlern der anderen.